Ich war einfach so müde, des Lebens müde. Und meine Welt war eigentlich nur noch schwarz-weiß-grau. Also so bunte Farben und die Fröhlichkeit und Leichtigkeit des Lebens habe ich in der Zeit eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen. Hallo und herzlich willkommen zu einem sehr spontanen Video. Ich habe das immer mal so angerissen, diese Zeit, und ich habe noch nie so im Detail und ausführlich darüber gesprochen. Und ich dachte, das wäre einfach mal Zeit und ich müsste das nachholen. Für mich und auch für euch. Ich möchte über die Zeit sprechen, über die dunkelste Zeit in meinem Leben bisher. Ich habe schon viel Mist mitgemacht, viel Schmerz von außen erlebt, mir selbst viel Schmerz zugefügt und trotzdem war das echt die härteste Zeit meines Lebens, obwohl ich doch hätte so glücklich sein müssen. Und zwar spreche ich vom Oktober-November 2016. Und ich hatte zwei wundervolle Kinder. Natürlich waren die anstrengend, das hat das Ganze mit sich gebracht. Aber sie waren gesund, sie waren fröhlich. Ich habe ein tolles Haus, ich habe einen tollen Mann und trotzdem ging es mir so verdammt schlecht. Ich habe frühmorgens die Augen aufgemacht. Noch nicht mal, als ich die Augen aufgemacht habe, noch davor und dachte so, du willst nicht. Du willst nicht aufstehen, du willst diesen Tag nicht erleben, du möchtest einfach nur hier liegen bleiben und schlafen und das alles nicht mitbekommen. Und es hat mich unglaubliche Kraft gekostet, frühmorgens überhaupt aufzustehen. Da bin ich wiederum froh, dass ich Mama bin, weil ich musste aufstehen. Ich musste für dieses Baby, was da nach mir rief, da sein. Ich glaube, das war auch der Anker. Meine Kinder waren der Anker, warum ich nicht in diese Depression gerutscht bin. Und der Tag zog sich dann so. Ich saß nur rum. Ich war unglaublich kraftlos. Es ging mir ein bisschen besser, wenn ich mit Svea draußen an der frischen Luft war, aber auch nur minimal. Ich habe mich krank gefühlt. Ich habe mich elend gefühlt. Immer wenn sie geschlafen hat, habe ich mitgeschlafen. Ich habe ihren Vormittagsschlaf mitgemacht. Ich habe daraufhin gefiebert auf diese Zeit, wo ich wieder in mein Bett kann, die Augen zumachen kann, alles vergessen kann. Ich habe mittags mitgeschlafen. Ich habe nichts mehr getan. Ich habe nur mit ihr rumgesessen, bei ihr gelegen, sinnlos Fernsehen geschaut. Mir ging es unglaublich schlecht. Und es ist wirklich so dieses Phänomen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe Farben nicht mehr wahrgenommen. Meine Welt war schwarz-weiß, war grau, war trist. Ich habe die Fröhlichkeit nicht mehr wahrgenommen. Also die Fröhlichkeit, die die Kinder einfach mit sich bringen oder das, was das Leben mit meinem Partner mit sich bringt, das habe ich einfach nicht mehr wahrgenommen. Das war für mich nicht existent. Für mich war nur diese Dunkelheit, diese Schlappheit, diese Antriebslosigkeit da. Und ich wusste einfach nicht, woher kommt das? Was ist das? Ich wusste natürlich, dass es zum Teil daher rührte, dass ich überfordert war. Dass ich nicht auf mich selbst geachtet habe, dass ich nur Mama war, nur für meine Kinder da war und dass das einfach zu viel Kraft gekostet hat und dass mein Energielevel einfach auf Null war, dass da nichts mehr da war. Und ich hatte so unglaubliche Angst, in diese Depression zu rutschen. Das Thema war natürlich irgendwo immer präsent, ist auch sehr präsent natürlich in den Medien, man hört sehr, sehr viel. Und ich hatte so eine unglaublich große Angst, in eine Depression zu rutschen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt ist Schluss, ich muss hier was ändern, ich muss etwas tun. Ich wusste nicht, an wen soll ich mich wenden, wer kann mir helfen, also musste ich es selbst tun. Für meine Kinder, für mich. Und habe dann halt diesen Weg begonnen, Schritt für Schritt. YouTube-Videos geschaut, Bücher gelesen, angefangen zu meditieren. Und diese Schrittweise hat mich dann da herausgezogen. Und ich bin zum Glück auch nie wieder in diesem reichlichen Jahr an diesen Punkt gekommen. Und ich glaube auch, dass ich nie wieder dahin kommen werde, weil ich die Anzeichen jetzt kenne, wo es mir anfängt, schlecht zu gehen, wo ich nicht auf mich selbst achte. Und ich weiß, was ich jetzt tun kann, damit es mir wieder besser geht. Und das ist ja auch mein Anreiz, was ich hier auf diesem YouTube-Kanal mit euch teilen möchte und was ich auch durch das Mama-Coaching mit anderen Mamas jetzt mache, die an diesem Punkt sind, wo ich war oder an einer Vorstufe dazu,
die einfach erkannt haben, okay, hier ist was, hier läuft was falsch, so möchte ich das nicht haben, ich möchte raus, ich möchte daran arbeiten. Da bin ich schon erstmal so dankbar, dass ihr das erkennt, dass ihr da raus möchtet, dass ihr was ändern möchtet. Und ich bin sehr froh, euch dabei helfen zu können. Deswegen ist die Bewerbungsphase für meine 3 Coaching-Slots ist noch nicht abgeschlossen. Ich bin immer noch dabei, Erstgespräche zu führen, zu schauen, wo passt es, mit wem möchte ich arbeiten. Bewerbt euch noch super gerne darauf. Ich setze euch den Link nochmal unten in die Infobox, weil es ist mir so wichtig, dass ihr jemanden habt, wo ihr wisst, wenn ihr an diesem Punkt seid, wo ich war, oder vielleicht auch schon einen Punkt davor, was ich euch wünsche, dass ihr nicht erst da reinrutscht, dass ihr einen Ansprechpartner habt, mich, dass ihr wisst, zu wem ihr kommen könnt, dass ihr wisst, wer kann mir sagen, was kann ich jetzt tun, weil ich hatte so jemanden nicht und ich möchte das oder derjenige gerne für euch sein. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, schreibt mir gerne, ob ihr auch schon mal in einer ähnlichen Situation wart und bewerbt euch gerne für die 3 freien Coaching-Slots. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.